Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Wir befinden uns im zweiten Kapitel und unsere Aufgabe ist erstmal der Bruderschaft des Schläfers zu helfen. Ja, die wollen ein Anrufungsritual machen und möchten quasi den Schläfer erwecken, wie auch immer. Und das Ganze ist nicht so einfach. Denn die brauchen, um die Gedanken zu kanalisieren, so einen Fokusstein, den haben wir im letzten Part noch geholt. Aber sie brauchen ein Sekret, das von Mindcrawlern Zangen kommt, aber das ist nicht genug, nicht konzentriert genug. Die brauchen noch irgendwie, dass ein Sekret, eine Flüssigkeit in dem Sekret noch konzentrierter ist. Das reicht ihnen also nicht. Und das ist jetzt quasi unsere Aufgabe. Wir müssen quasi dieses Sekret irgendwie besorgen. Und wir müssen da rechts rüber. Okay, alles klar. Und das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir, der niemand, der nichts mit dem Lager zu tun hat, wird jetzt die Aufgabe übergeben, dass wir uns darum kümmern. Die ganzen Templer, die viel stärker als wir sind, sind wir schon seit, bevor wir in die Kolonie geschmissen wurden, mit dieser Aufgabe betreut. Aber hey, ein dahergelaufener Niemand. Cool, hast du was zu tun? Nein, wie wär's, wenn du uns hilfst? Bei einer ganz wichtigen Aufgabe. Wenn die scheitert, dann ist alles für den Arsch. Okay, ich mach's. Gut. Hey, wir lehnen uns zurück. Wir müssen nichts tun. Der Typ da hinten hat gesagt, er macht's. Wer ist das? Keine Ahnung. Hey, geil. Ja. Wir könnten mal schauen, ob wir eine Chance gegen den Schattenläufer haben. Nee, ich möchte den Schattenläufer. Machen wir es doch anders. Machen wir es doch einfach so. Wenn ich unbedingt die Erfahrungspunkte haben möchte. Und Jump! Ich bin noch zu unbeweglich. Wäre ein Stichwort fürs neue Lager. Da wäre ja einer gewesen, der uns etwas agiler machen kann. Aber dazu kommen wir noch. Das, ja, obwohl es eigentlich nicht schlecht wäre, aber ja, nee. Ist jetzt nicht so wichtig. So. Ich liebe dieses Schwert. Es hat einfach so eine schöne Reichweite. Es macht vieles einfacher in den Kämpfen. Man unterschätzt das immer. Aber wenn ein Schwert eine gewisse Reichweite hat, dann würde ich es anderen vorziehen, die eine sehr kurze Reichweite haben und dafür mehr Schaden machen. Kommt darauf an, wie viel mehr Schaden sie machen. Wenn sie 1 Milliarde Schaden mehr machen, dann würde ich sie wahrscheinlich trotzdem bevorzugen. Aber wenn sie nur irgendwie 2 Schaden mehr machen und dafür richtig kurz sind, dann finde ich das nicht so gut. Macht sich aber in Gothic 2 noch mehr bemerkbar. Da gab es ja wirklich gewaltige Unterschiede. Wenn ich jetzt mal denke zwischen der Unterschied zwischen Meisterschwert und der Unterschied zwischen dem Meisterschwert okay, ich hänge im Baum fest. Der Unterschied zwischen Meisterdegen und einem Kurzschwert, das war, ich glaube, der war über doppelt so lang oder so. Das Kurzschwert war von Haus aus kurz, wie der Name sagt, kurzes Schwert, Kurzschwert. Und der Meisterdegen einfach mal so eine lange Waffe. Boah, das war so geil, wenn man als Bogenspastiker rumgelaufen ist, also als Kundschafter. Das heißt nicht Kundschafter, es heißt Jäger. Und wenn man als Jäger rumgelaufen ist, meine Güte, hat man da hat man damit Schaden gemacht im Nahkampf. Man brauchte für die ganz leichten Gegner, also für die Somal Reds oder so, hat kein Fernkämpfer seinen Bogen benutzt. Da ist jeder hingelaufen, hat den Meister Degen ausgepackt und hat da eine drüber gewummert und dann war der Gegner tot. Okay, wir haben hier gut aufgeräumt. Das ist jetzt auch ein sehr guter Zeitpunkt. Anfang Akt 2 ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, dass man einfach komplett aufräumt und einfach mal alle Gegner besiegt, die so hier rumlaufen. Das ist ein sehr guter Zeitpunkt und das werden wir jetzt auch erstmal machen. Wir werden hier diesen Wald erstmal erkunden. Erstmal. Ihr seht schon, es ist auch gegen Viecher, es ist ein riesen Vorteil, diese Waffenspanne richtig auszunutzen. Das ist einfach Wahnsinn. Die kommen halt einfach nicht richtig an dich ran. Einzelne sowieso nicht.
Ach, ich weiß, wo wir sind. Wir sind bei den Orkhunden, wo wir das letzte Mal nicht weitergekommen sind. Gegen die könnten wir jetzt zum Beispiel eine Chance haben. Auch wenn sie trotzdem noch harte Gegner sind. Und sie geben verdammt wenig Erfahrungspunkte. Lurker gibt mehr Erfahrungspunkte. Wir machen auch noch viel zu wenig Schaden. Aber unsere Defense ist mittlerweile sehr gut. Sehr schön. Das war, mit dem Kampf war ich zufrieden. Und jetzt sind die Kämpfe halt wirklich so, dass man sich, wow, ich kann mich mit Urkunden anlegen. Das ist ein bisschen heftig. Und ich bin noch nicht mal so extrem geskillt. Ich habe noch jede Menge Skillpunkte übrig und habe was in Bogen geskillt. Und ich hätte es mir gerade total verschissen, weil ich total übertrieben habe. Da. Ich könnte sogar jetzt hier unten auch schon diese Tränke nehmen, die mir noch zusätzlich Leben geben. So, da werde ich nicht lang gehen. Oder? Wo komme ich da raus? Komme ich da raus, wo ich denke? Ja, tatsächlich. Könnte ich eigentlich auch lang gehen. Ich wollte aber erst noch hier hinten im Wald ein bisschen durchstreifen. Ja, da sind nämlich noch Low-Gegner. Die gar nichts mehr zu sagen haben, aber sowas von gar nichts mehr. Nicht mehr so ein bisschen. Okay. Dann. Da vorne geht es schon wieder zu der Fokusstelle. Und da geht es runter zum Strand. Und ich kann euch eins sagen, wir wollen nicht zum Strand. Nee, ich glaube, das reicht hier jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir schauen weiter zur Richtung Mine. Ah, da haben sich noch ein paar Wölfchen versteckt. Vier zähle ich. Oh, haben wir zu viele von deinen Freunden getötet? Das ist eben auch etwas, was sehr mächtig ist, dieses schnelle Zuschlagen. Dass man, wenn man einen Vorwärtsangriff gemacht hat, dass man gleich einen Rechtsangriff macht, weil der erste Angriff, der zieht ja die Waffe hier so nach links oben, ne? Wenn ich nach links oben mache und dann nach links drück, passiert gar nichts. Also wenn ich Pfeiltaste nach links drück, passiert nichts. Wenn ich aber so mache und Pfeiltaste nach rechts drück, dann macht er diesen Sprung nach rechts. Und wenn man das in perfekter Geschwindigkeit drückt, macht man richtig viel Schaden und gibt dem Gegner keine Möglichkeit mehr, dass er wirklich angreifen kann. Jo, das sind also Kampftechniken von so einem uralten Kampfsystem, die noch richtig geil sind. Und ihr seht schon, somit kann man Gegner einfach ausschalten, ohne dass sie irgendwas machen können. Die haben sich nicht mal einen Millimeter von der Stelle bewegen können. Sind aber auch Kapitel 1 Gegner, sage ich jetzt mal. So. Ich bin natürlich total überlegen mit meiner Stärke. Es ist jetzt nicht schwer, diese Gegner zu besiegen. Das möchte ich jetzt nicht sagen. Das ist ein Kindergarten. Jeder Spastiker könnte das jetzt. Jeder, der das Spiel zum ersten Mal in die Hand nimmt, könnte diese Gegner einfach so ohne Probleme fertig machen. Aber erstmal dahin kommen, das ist das Schwere. Das ist auch gar nicht so leicht, wie es aussieht. Was heißt, es ist schwer, es ist nicht, aber die Maus und die Bewegungssteuerung, die ich mache, du musst die Maustaste auch in der richtigen Reihenfolge loslassen und dann zuschlagen, weil jedes Mal, wenn ich einen getötet habe, lasse ich die Maustaste ganz kurz los, bis er den nächsten anvisiert hat und dann greife ich wieder an. Und so mache ich immer ab Maustaste runter angreifen, Maustaste runter angreifen. Das macht man bei vielen einfachen Gegnern. Und ja, das ist eigentlich der Trick bei der Sache. Dass wenn man richtig timet, dann seht ihr das, was ich die ganze Zeit mache. Na, sehr schön.
Drei Snapper gleichzeitig. Gar kein Problem für Blacky. Easy peasy. Gut, das haben wir auch. Wahnsinn, jetzt kriegen wir Erfahrungspunkte, ne? Gut. War ich da oben schon? Da komme ich jetzt aber hier nicht hoch, glaube ich. Da drüben gehen wir auf jeden Fall auch noch nicht hin. Möchte ich gar nicht. Da ist ein Lurker. Ah, hier könnte ich hoch. Kann man nachher auch noch, können wir auch noch dem Lurker noch gleich gucken. Der Lurker ist auf jeden Fall neu erschienen. So. Da drüben ist auch ein Lurker erschienen, okay. Jetzt hole ich mir erstmal den Lurker da drüben. Ja, ich sehe schon, ich komme hier in diesem Part, komme ich auch wieder nicht wirklich weiter. Fuck, man, den Lurker noch umhauen und ich habe ein Level up, den ich mich gerade nicht verschaut habe. Und ich habe noch so viele Skillpunkte zum Ausgeben. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes skillen soll. Ja, yep, ich habe richtig geguckt. Ich werde wahrscheinlich erstmal gar nicht skillen im Kapitel 2. Weil ich möchte wirklich schauen, ob wir uns vielleicht nicht irgendwie den Magen anschließen können. Dann würde ich so einen richtigen Allrounder machen. Dass ich mich quasi den Magen anschließe, dann habe ich zeitweise eine schlechtere Rüstung. Also ich könnte diese weiterhin anziehen, aber ich komme nicht an die Rüstung. Ich glaube, es gibt ab hier zwei Wege. Entweder man schließt sich den Gardisten an, bekommt die Gardistenrüstung, die stärker ist als die Schattenrüstung. Oder man schließt sich den Magiern an, die besser ist als die Schattenrüstung, aber schlechter ist als die Gardistenrüstung. Und die Gegner werden ja stärker. Also im Grunde wird das Spiel schwerer, wenn ich es mit einer Magierrüstung im Nahkampf durchspiele, wie auch immer. Generell habe ich auch das Gefühl, dass wenn ich mit der Maustaste loslasse, also den Gegner quasi nicht mehr so wie jetzt anfokussiere, also genau, wenn ich der Gegner nicht mehr mit meiner Maustaste fokussiert ist, dass dann habe ich das Gefühl, dass der Gegner, wenn ich ihn dann wieder anfokussiere mit der Maustaste, dass der nicht blocken kann, dass der erst ab einer gewissen Zeit blocken kann. Weil immer wenn ich, jetzt habe ich auch zwischen meinen beiden Angriffen ganz kurz losgelassen und neu draufgeklickt. Und dann habe ich das Gefühl, dass der Gegner nicht in der Lage ist, irgendwie rückwärts zu gehen und zu blocken. Kommt mir so vor. Also diese Kampftaktik tut sich jedes Mal wieder bewähren. So kämpfe ich jetzt schon die ganze Zeit. Und ihr seht, es geht gerade ziemlich gut vonstatten. Der ist schon tot. Ich dachte, da lebt noch was. Kenne ich irgendwo noch einen Pilz rum? Keine Ahnung. So, dann gehen wir jetzt zur alten Mine. Wir haben uns jetzt hier eine Viertelstunde durch den Wald gekämpft. Wir haben immer ein ganzes Level abbekommen. Und werden stärker und stärker. Na gut, stärker werden wir nicht, aber... Ja gut, wir bekommen auch Lebenspunkte für ein Level up. Also minimal stärker schon. Ich glaube, es waren 12 Lebenspunkte. Mal schauen, ich hatte vorher 160 vor ein paar Leveln. Jetzt habe ich 184, genau. Das war vor zwei Leveln, müsste es quasi gewesen sein. Das heißt 12 Lebenspunkte pro Level up. Das war, glaube ich, auch in Gothic 2 so. Daher weiß ich das noch. Oh oh. Da flimmert schon wieder mein Bildschirm so. Da wird das Spiel bestimmt gleich abstürzen. Seht ihr? Ja, normalerweise, wenn ich bei den Varanen bin, gehen die einen Schritt zurück, nachdem ich einmal angegriffen habe. Aber wenn ich einmal von der Maustaste runtergehe und wieder raufgehe, dann kommt das seltsamerweise irgendwie nicht. Also, scheint was dran zu sein. Muss mal gucken, ob ich das später bei stärkeren Gegnern auch dann so anwende. Irgendwie kam mir das Spiel schwerer vor. Na, vielleicht habe ich sehr, sehr lang Gothic 1 nicht mehr gespielt. Gothic 1 ist zwar von der Story her am geilsten von allen Gothic-Spielen. Das Problem ist allerdings nur, es ist, ist auch das beste Gothic-Spiel von allen, würde ich fast sagen. Gibt allerdings weniger Inhalt als bei Gothic 2. Bei Gothic 2 kommt noch diese Alchemie-Zeug und alles mit dazu. Und man hat mehr diesen Sammlertrieb. Hier kann man zwar auch alles sammeln, aber es bringt nicht so viel. Und in Gothic 2 kannst du halt alles sammeln und das und jenes. Du kannst einfach alles machen in Gothic 2. Und es bietet einfach, finde ich, mehr Wiederspielwert, weil die Story ist in Gothic 1, die wird ja nicht besser mit neuen Malen mit dem Durchspielen.
Okay, kriege ich von euch noch was? Nee. Ja, keine Panik. Er hat genug. Ja, ich kann hier mal schnell umhauen. Jump. Der hat ganz schön viel Erz dabei. Dietrich ja auch noch. So. Dankeschön. Dann gehen wir mal weiter, weil die bringen mir nichts mehr. Ich dachte mir, hey, Erfahrungspunkte. Könnte man auch mal schauen, welches Level könnte man maximal in Gothic 1 erreichen? Mit allen, also alle umbringen. Man kann sie, glaube ich, ich könnte mal schnell was testen. Ich meine, diese zwei Typen sind nur für den Anfang vom Spiel gut, die werden mir nie wieder was bringen. Ich glaube, es gibt einen Trick im Spiel, wie man doppelte Erfahrungspunkte für einen Gegner bekommt. Das teste ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so gewollt ist. Aber wenn man, die sind jetzt getötet und ihr habt gesehen, dass ich Erfahrungspunkte bekommen habe. Für den 30 und für den 80. Ja, geben doppelte Erfahrungspunkte. Einmal, wenn ich sie umhaue und einmal, wenn ich sie im Bogen nochmal töte. Wenn ich sie im Nahkampf töte mit der normalen Waffe und sie aufspieße, geben sie keine Erfahrungspunkte. Man könnte echt mal schauen, wie viele Erfahrungspunkte ich hier rausholen könnte. Was das Maximallevel ist. Das wird am Schluss in einem Massaker enden. Oh Gott, da muss ich gucken, ob ich das mache. Ob das nicht die Stimmung des Spiels ein bisschen trügt, wenn ich am Schluss alle Menschen, die man töten kann, im Spiel umbringe. Aber mal gucken. Wäre interessant für mich zu wissen, was ist so das Max-Level? Ja, das Flimmern gibt quasi an, wann das Spiel kurz vorm Abstürzen ist. Es ist wieder mal abgestürzt, ist das nicht schön? Und ja, wahrscheinlich eine Strafe dafür, weil ich davon rede, alle abzuschlachten, aber jetzt erst recht. Mal gucken, muss ich schauen, wie ich das mache. Wenn ich Lust habe oder wenn ich es... Mal schauen, wie sich das so ergibt. Wäre halt einfach interessant zu wissen, was das Max-Level und was nicht und keine Ahnung. Also, ja. Okay, da vorne ist wieder so eine blöde Blutfliege. Ach, ich töte euch ja gar nicht mit einem Schlag. Lohnt sich fast gar nicht, dass ich die mit dem Bogen kill. Zumindest wenn es nicht irgendwo in einem Sumpf ist. Dann lohnt sich wahrscheinlich das Messer hier besser. Messerbot. Okay. Gut, da haben wir noch einen Scavenger. Einen ganz alleine rumstehenden Scavenger. Hallo. Okay. Dann haben wir hier alles. Dann geht es auf in die Mine. Genau, zu meinen Freunden, den Minecrawlern. In der Mine müsste man dann auch alle töten. Ob man überhaupt alle töten kann, ich weiß es nicht. Okay. Gut, egal. Ah ja, da sind schon mal Templer. Die können wir gleich mal anquatschen, dass wir im Auftrag von Kor Kalom unterwegs sind, das Sekret zu besorgen. Hallo Gonadrak. Nein. Bla bla bla. Du hast auch nichts Neues zu erzählen. Okay, von mir aus. Gut, hinein in die Mine. Minecrawler. Da bin ich mal gespannt, was das jetzt wird. Hui. Okay, gut, meine Freunde. Dann sind wir hier. Schauen wir mal, ob der Drago was Neues zu erzählen hat. War das Drago? Nein, Drake war es. Herr Gomez. Nö, da. Wir sehen uns. Er hat nichts Neues zu erzählen. Ja, du bist vorbei. Vielleicht hat er hier neue Dietriche für uns. Der Glenn. Für Gomez. Ja. Ich. Nein. Okay, hier wurde es aussieht nichts aktualisiert. Dann würde ich sagen, meine Freunde, im nächsten Part begeben wir uns dann nach unten und schauen mal, wo hier ein Nest sein könnte. Und ich hoffe, es hat euch vielleicht gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Gothic 1. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky.